So, ist mir jetzt aber egal, wir können uns natürlich noch einen bauen später. Das ist natürlich teilweise einfacher. Ich baue noch mal kurz einen zweiten gleich, dann stelle ich den hier vor uns hin. So, haben wir gleich mal ein Project Table. Dann nochmal das. Vier Holz. Jetzt fünf. Vier Holz. Da. Schönes altes Lied mal wieder. So, erstmal wieder EMC holen. So. Project Table gecraftet. Kommt da rein. Auf die. Ja, hier hin. So, das, was uns jetzt als einziges noch fehlt, ist Wolle. Wir müssen also nochmal gucken, wo wir an Schafe rankommen. Wie wir an Schafe rankommen. Das nächste ist noch ein Screwdriver. Dafür brauche ich jetzt noch einfach nur 4 EMC plus ein Stick. Ein Stick. Ein Iron Ingot, so schon hat man einen Screwdriver. Was war nochmal Screwdriver? Den brauchen wir gleich noch selber, damit kann man nämlich Sachen umdrehen, zum Beispiel Pisten oder halt die Red Power Items. Kann man damit in eine andere Richtung drehen. Ah. So, was brauchen wir noch? Ein Automatic Crafting Table. Der wird jetzt natürlich sehr schwer. Da schmeiß ich jetzt nochmal alles hier schön rein. Holen wir ein Crafting Table und ein paar Sticks. Ein paar Sticks. So, die Hühnchen im Hintergrund sind natürlich so wunderschön, die ganze Zeit anzuhören. Stimmt, ich glaube, die sollten wir mal echt umverlegen, wenn wir noch Eier haben. So, vier Zahnräder. Nehmen wir euch das Feder auch noch raus. Und so craften wir ein Automatic Crafting Table. Also ein Auto-Crafting-Table heißt der hier. Auf der Challenge heißt der, glaube ich, Automatic-Crafting-Table. Ach nee, der gehört dahin. So, das letzte Item, was wir jetzt noch brauchen, bevor wir uns dem schwereren Sachen hingeben müssen, ist ein Transmutation-Table, ein zweiter. Da wissen wir natürlich, was schon wieder gecraftet wird. So, jetzt brauche ich natürlich wieder, ich Idiot, Transmute natürlich nur wieder Scheiße. So, vier Stone und Obsidian. Vier Stück. So, vier Obsidian, dann einmal das Teil hier, den Philosopher Stone, vier Stone, vier Obsidian und ein Teil, ergibt ein Transmutation Tablet. Idiot, Tablet, ein Transmutation Tablet, der Table ist das tragbare Teil. Also das Tablet ist das, was man hinlegen kann, der Table ist, Sekunde, jetzt blöd zum Suchen, oder? Man könnte auch jetzt einfach natürlich die Suchfunktion nutzen, da. Transmutation Tablet. Hä? Okay. Okay. Ich geb mich geschlagen. Heißen beide Tablet. Aber halt, eins ist mobil, das kann man mobil benutzen. Das Teil hier kann man nur hinstellen. So. Ich habe auch keine Ahnung, warum sie denselben Namen haben. Eigentlich heißt das so, hier Table. Was ist Item Nummer 7? Oder was? 8. Das ist eine Reihe, sind 9. Eine Reihe sind, ja, eine Chest, sind genau 9 Items und das sind auch genau 9 Items. Das einzige, was uns fehlt. Ja, ach doch. Nee, Item Nummer 7. 2. Jetzt geht von vorne nach hinten. Da, das letzte. Das Item Nummer 7, das wir jetzt noch. Also in der Reihe. Ach so, ja, klar. Klar. So, den hier packen wir nochmal kurz da rein. Das einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Scoop. Und einen Scoop bekommen wir nicht so einfach. Denn wir brauchen Wolle dafür und Wolle haben wir leider nicht. Shit. Warte, wir haben Spinnennetze, wir können aus Wolle. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das schon in der Version, wo man sich Wolle craften kann? Ja, man kann sich auch hier Wolle craften. Stimmt, das habe ich schon ganz vergessen, dass man sich Wolle craften kann, ich Idiot. So, okay, dann bauen wir uns jetzt einfach mal kurz, holen wir uns einfach mal kurz aus unserem Monsterfall ein paar Strings. So, ohne dabei von Skeletons abgeballert zu werden, hoffentlich. Hau nochmal kurz ein paar Spinnen um. Und so, ein paar jetzt, Strings. Das geht auch ohne ein EMC. Könnt ihr ja gleich mal sehen, wie F. Also ich bin echt. Also ich bin ja Neuling in dem. Viel zu Beast Insanity. Ich finde, das ist so viel EMC, was man da kriegt. Ja, das Einzige, was halt noch ziemlich nutzlos ist Gunpowder, aber das wird noch später besser.
Da kriegen wir noch einen Clay Star und dann geht das. So, Wolle craften, einlernen, das ist mal das Wichtigste. Ich habe mich anders umgesetzt. So. Ein Scoop. So, craften, ein Scoop. Das Teil braucht man, um Bienen abzubauen, Bienennester abzubauen. Wofür man Fackeln braucht und Jungle Block weiß wohl jeder. Eine Iron Chest ist einfach größer als eine normale Chest, das zeige ich jetzt nochmal ganz kurz. Und ein Auto Crafting Table zeige ich auch nochmal kurz. Out of Memory, what the fuck? Out of Memory, was ist denn das? Also Auto Crafting Table bleiben die Sachen auch drin liegen, nur hat er kein Inventar. Ansonsten ist der ziemlich gleich wie der Project Table. So, das ist einfach nur eine größere Chest. Ja. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal zum heiligen Altar. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ich pack das jetzt alles 1 zu 1 in mein Inventar. Ich muss gleich nochmal gucken, hier die Systemsteuer nochmal kurz. Darf ich das 1 zu 1 in mein Inventar packen, oder? Ich glaube, das schwärzt sich gleich aus, was ich gerade gemacht habe, weil ich die... Das mache ich auch nochmal Piepton drüber, natürlich. Achso, das kann ich nochmal ganz kurz machen. Beschleunigen, zack. Einmal RAM bitte weg. Und was ich noch dazu machen kann, ist einmal kurz hier. Und hier. So, das ist jetzt, ich glaube, das schwert sich. Ich glaube, da mache ich einfach einen Cut durch und mache das weg. Genau, ich habe mir die Sachen aus der Kiste geklaut. Willst du die haben oder ist das? Nein, brauchst du jetzt gar nicht mehr zu reden. Ich mache da einen Cut drüber, was ich jetzt gerade mache. Out of RAM. Oder nein, ich mache da keinen Cut drüber. Nein, ich mache keine Cut drüber. Ich mache einfach nur schwarze Kästchen drüber. Dann sieht man nicht, was ich mache. Na komm. München, ihr müsst älter werden. Aufstatt ist zu schön, weil ich jetzt in Turbo-Modus gehe, habe ich wieder mehr Speicher. Weiter. Jetzt geht ihr, nimmt dieses blöde Schild da weg. Dafür muss ich Tune of Utilities irgendwie öffnen. Jetzt. So. So. Nee, jetzt. Auf. So. Danke, sehr sozial von dir, mir wieder das Bild zu geben. Genau. Entschuldigung, es ist ein bisschen ineffektiv, die weiter aufzunehmen, ich während an Tune of Utilities laufen lässt. Ich will endlich hoch. Ja, ich mach keinen Stress. Also, das hier kommt jetzt erstmal. Ey! Gib die Items her, ich schmeiß die da rein. Ich hab doch gesagt, ich hab mir die genommen. Ich denkst du, ich hör dir zu? Ach, ich hab sogar mehrmals gesagt, Alexa, du sollst. Klack. Du hast sogar auf meinen Bildschirm geguckt. Was denkst du eigentlich, warum ich so viele Items immer im Inventar hab? Darum jedenfalls nicht. Jetzt sind das nur wenig Items. Die Fackeln. Ah, natürlich. So. Nö. Nur Probleme. Na komm. Ich verschieß dich. Fick dich. So. Okay, unsere erste Challenge. Where their story begins. Das lilane Lämpchen. Dort oben. Zwei über uns. Und ein Screwdriver, ein Transmutation Tablet, ein Autocrafting Tablet, ein Iron Chest, eine Stone Bowl, ein Project Table, also eine Scope. Wie mache ich denn nochmal? Wie habe ich nochmal die Taste überlegt? Das ist auf jeden Fall nicht. Es ist cool. Ja, es ist cool, obwohl ich das eigentlich immer ausschalte. So, so. Ah, der komische Handy-Ton hier. Mit dem Drop ist Backslash. So. Weil ansonsten komme ich da viel zu leicht drauf. So. Und jetzt ist das Lämpchen für Where Their Story Begins an. Und da gehen wir jetzt mal kurz hin und holen uns unsere Belohnung ab. Und wer noch nicht weiß, was es ist. Naja. Das Lämpchen ist noch nicht an, ne? Das Lämpchen ist an, du Fröbel. Leuchtet, dann bist du so schwach. Nee. Siehst du den Unterschied nicht? Guck mal, beim anderen ist da so ein. Ich zeig dir mal ganz kurz den Unterschied. Hier. Warte. Ich zeig dir den Unterschied.
Das müsste die Magenta-Lampe sein. Oder war sein. Es, wer seine Story beginnt? Es war bei das. Ach so, ja, ah, ja, ja. Ah, gut. Ich dachte, das wäre schon Redstone Power 30. Ah, ich bin hier gerade. So, Redstone haben wir nämlich jetzt bekommen. Deswegen haben wir jetzt Redstone. Und jetzt müssen wir Redstone Paradise jetzt machen. Was weißt du, warum es Redstone Paradise ist? Da ist übrigens ein Hühnchen durchgebackt. So, weißt du, einlernen. Das Mäßig ist, können wir es natürlich jetzt nicht einlernen. Das müsste ich auf den ersten Schlag. Weil natürlich das Redstone Fuel ist. Heißt, ich muss erstmal gucken, wie ich diese ganze Scheiße loswerde. Und dann lerne ich Redstone ein. Fuel. Naja, ist ein bisschen, Buggy. Ja. Hast du jetzt Redstone eingelernt? Ja, habe ich. Also ich leg's trotzdem nochmal hier in die Kiste. So. Hast du so auch Schwarzpulver eingelernt? Schwarzpulver haben wir schon eingelernt, oder nicht? Nicht, dass ich wüsste. Wir können jedenfalls jetzt erstmal Schwarzpulver nehmen. Können wir alles verbrennen? Hast du noch nicht, wie viel das ist? What the fuck? Wir können daraus Redstone machen. Scheiße! Was? Alter, wie viel das war! Das waren 12.000 EMC! Da sieht man, wie viel EMC das ist. The fuck, und ich habe noch 34! Okay, ich mach mal ganz kurz noch eine Pause, ich musste mich mal ganz kurz aufs Klo. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Gut, was wollen wir jetzt machen? Wie kann ich das wieder, normale Sachen einbringen kann? Indem du das Gunpowder wieder rausnimmst. Gunpowder ist Fuel. Gunpowder ist ein Fuel. Also Gunpowder hat ja den Fuel-Lock. Guck mal, wenn ich jetzt hier reinpacke, ist Gunpowder Fuel. So, dann habe ich Fuel. Dann kann ich kein normales Item rausziehen. So. Fuel. Da kann ich keine normalen Items reinpacken und ich kann auch keine normalen Items rausziehen, sondern nur Fuel. Wenn ich hingegen Metal drin habe, kann ich keinen Redstone zum Beispiel nutzen. Weil das auch Fuel ist. Jetzt glaube ich, gehen wir mal als nächstes unseren Clanstar an. Denn ein Clanstar ist eine Sache, die man sehr, sehr früh schon braucht. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Menge EMC. Denn ein Clanstar ist ein Diamant plus 8 Mobius Fuel. So, wie kriegen wir am effektivsten EMC? Alle Sachen einfach ein paar Mal abklappern. Also ich würde sagen, die Monsterfalle ist momentan unser effizientestes. Unser einziges. Ach nee, wir können noch eine Baumfarm machen. Die machen wir auch, eine Baumfarm. So, Ich meine, guck mal, dafür, musst ja nicht. Ich stelle mich jetzt hier mal bei kurzer Zeit hin. Dass da immer schon was runterfällt. So, ein Clanstar. So, Mobius Fuel, 8 Stück und ein Diamant. Mobius Fuel ist Alchemical Coal plus Philosopher's Stone. Wiederum das 4 Kohle, das 4 Charcoal. Oh, scheiße. Das ist scheiß Skeletons. Das sind die einzigen, die ich töten will, Kaktai. Alter, ich glaube, ein bisschen ist das Hühnchengestand halt doch nervig. Ja, die verlegen wir um, sobald sie erwachsen sind. Sobald sie auf. Ach, sie sind erwachsen. Wenn wir mal Zeit haben. Oh, das erste Ei! Es produziert erste Eier. Oh, geil, jetzt brauchen wir noch Seeds. Ich brauche Seeds, damit ich die verpacken. Da. Ich glaube, ich weiß, wie ich Seeds eigentlich kriegen müsste. Mit Bone Meal, ganz simpel, ne? Ja. Weiter, mach schon mal. Das ist doch nicht so arg. Ich hab Flex Seed. Ja, die sind auch wichtig. Aber nicht selten, oder? Nö, überhaupt nicht. Das sind weniger EMC als normale Seeds. Entschuldigung. Ja, ich speichere die mal kurz ein. Willst du dir auch die Flachs? Ja, ich speichere auch gerne alles ein. Weil ich pack jetzt alles, was ich hier in EMC habe, mal kurz ein. Ja, wichtig, die will ich füttern, die will ich ja nicht. Ah, ja, die will ich füttern.
So. Wie viel EFC ist ein Sonntag wert? 32 ist ein Sapling wert. Nein, das sieht. 16. Wo hab ich denn, eingespeichert? Ach da. Ja, blöd. Ja, bist du. Ah, ein paar Eier sind immer schön. Oh, hörst du das, was ich höre? Enderman, aber die sind im Regen sowieso aufgeschmissen. Ja, vielleicht finden wir eine Enderperle. Naja, die sterben durch den Regen ja meistens nicht. Kommt mal in meine Nase, Sekunde.